spannende Runde. Frau Tönsfeuerborn, die erste Frage gleich an Sie. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, dass der Gesundheitsausschuss des Bundestages tagt? Löst das bei Ihnen was aus? Das löst mit Sicherheit etwas aus, nämlich die Hoffnung, dass Dinge auf den Weg gebracht werden, die uns und die Gesellschaft aus dieser Misere anfängt herauszuführen, in die wir geraten sind. Und Sie sagen aber gleichzeitig, das ist eine Situation, in der wir da jetzt stecken, die hat man eigentlich schon lange kommen sehen. Wann war Ihnen klar, worauf wir dazu steuern? Ich habe schon in der Ausbildung davon gehört, dass wir auf den Pflegenotstand zusteuern. In der Vor 21 Jahren? Vor 21 Jahren. Und super, so lange wissen wir um dieses Problem. Wenn man jung ist und einen Beruf lernt, dann glaubt man das natürlich erstmal nicht. Und man fühlt sich auch ein bisschen gebauchpinselt, wenn man dann anfängt zu arbeiten, wenn einem Aufgaben zugeschanzt werden, für die man vielleicht noch gar nicht so richtig ausgebildet ist. Wenn man mehr machen darf, länger arbeiten darf, das kommt dann irgendwann, wenn man fest im Beruf steht, das Examen hinter sich hat und auf einer Station wie dieser, auf der ich arbeite, arbeitet, dass sich die Arbeit dann so verdichtet, dass man merkt, das ist jetzt wirklich soweit und es ist ein Pflegenotstand, an dem wir kranken und der uns, glaube ich, im Moment erstmal nicht nur ein, sondern auch überholt. Frau Tönsfeuerborn, nehmen Sie uns einmal mit. Das ist eine ganz spezielle Station, eine Kinderintensivstation. Was für Fälle betreuen Sie da im Moment? Was ist im Moment der Fall, von dem Sie sagen, der geht mir besonders nahe und unter die Haut? Ein Fall, der mir im Moment besonders nahe geht und unter die Haut geht, ist noch nicht mal mehr einer der spektakulärsten Fälle, sondern es ist ein kleiner Junge, der eine chronische Erkrankung hat, die im Laufe der Zeit dazu führt, dass er auch nicht mehr selbstständig atmen kann, der vorher auch schon auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen ist und aber damit zur Schule gehen konnte mit Begleitung und der nun eben auf ein Heimbeatmungsgerät angewiesen ist, also ein Gerät, das ihm auch zu Hause und wenn er unterwegs ist, wenn er eben lebt, beim Atmen behilflich ist. Und dieser kleine Junge liegt bei uns auf der Station und wartet darauf, dass wir ihn nach Hause verlegen können in die häusliche Pflege mit einem häuslichen Pflegedienst. Und es ist nicht möglich. Weil es kein Personal gibt, das diesen Jungen zu Hause versorgen kann. Herr Sasse, Pflegenotstand auf der Kinderintensivstation. Sie haben in den letzten Tagen für viele Schlagzeilen gesorgt, weil Sie ein ganz bemerkenswertes Interview dazu auch gegeben haben. Was ist der Fall, von dem Sie sagen, da hat es mir besonders wehgetan und deswegen auch dieser Schritt an die Öffentlichkeit, da musste ich jemanden nach Hause schicken, der definitiv nicht nach Hause gehört? Mehr sind es fast noch so Anfragen aus anderen Kliniken. Eine Klinik, die jetzt nicht so eine Versorgung bieten kann, wie das ein großes universitäres Haus ist. Und die fragen uns an, wir haben hier ein Kind, das möglicherweise stirbt. Also wir haben gar nicht genug Leute, wir haben nicht genug Geräte und spezielle Einrichtungen sind nicht da. Könnt ihr den Patienten übernehmen? Und vielleicht parallel eine zweite Klinik anfragt mit dem gleichen Interesse und einem gleich schweren Patienten. Und ich muss jetzt entscheiden, ich habe einen Platz oder gar keinen Platz. Und jetzt muss ich entscheiden, wer von den Kindern wird genommen und welchen muss ich unter Umständen ablehnen, was für ihn möglicherweise auch den Tod bedeutet, weil er in der Klinik nicht gut genug behandelt werden kann. Darüber entscheiden Sie. In dem Dilemma stecken Sie Tag für Tag. Genau. Ja. Und das muss ich entscheiden, beziehungsweise wir entscheiden das im Team. Und das sind natürlich Sachen, die möchte ich nicht jeden Tag erleben. Aber das ist einfach die Realität mittlerweile in Deutschland, dass wir das machen müssen. Wir tun extrem viel. Also wir bieten den Kliniken an, wir telefonieren rum und suchen einen anderen Platz, irgendeine andere Universitätsklinik, die helfen kann. Wir machen sogar den Transport. Das ist alles was außerhalb unseres Budgets sozusagen läuft. Wir stellen jemanden ab, der das organisiert, der den Patienten irgendwo anders hinbringt. Aber das sind natürlich auch endliche Möglichkeiten. Klar. Und viele andere größere Kliniken in unserer Umgebung sagen dann auch, wir können nicht. Dann rufen wir den dritten an, den vierten, den fünften. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sie rufen diese Leute nicht an, weil sie kein Bett hätten. Ein Bett haben sie. Wir haben ein Bett. Sie haben aber keine Pflege. Wir haben keine Pflege. Und die Pflege ist auch nur in gewisser Weise belastbar, beziehungsweise ich kann den Pflegepatientenschlüssel, also eine Pflegekraft betreut zwei Patienten maximal, das kann ich nicht ausweiten auf vier Patienten, weil die Arbeit dann zu viel wird. Weil wir hier über wirklich intensive Betreuung sprechen. Genau, und wir sprechen von Qualität. Und wenn ich Qualität halten will und möchte dem Patienten was Gutes tun, dann brauche ich viel Pflege für wenig Patienten. Und Ihre Kollegen, die Sie dann anrufen, die haben das gleiche Problem? Das ist ein zunehmender Effekt, den beobachten wir seit 2 bis 3 Jahren, dass die kleineren Kliniken
noch größere Probleme haben und diese kranken Patienten einfach an uns abgeben müssen, weil sie gar keine Möglichkeit haben, die Patienten zu behandeln. Mhm. Und die Anfragen an unsere Klinik steigen jedes Jahr um ungefähr 10%, weil die umliegenden Kliniken es einfach nicht mehr schaffen. Jetzt hat Frau Tönsfeuerborn gerade gesagt, ich kenne das eigentlich seit meiner Ausbildung, seit mehr als 20 Jahren. Wann ist Ihnen das erste Mal begegnet, so als großes Thema, also, auch politisches Thema? Also wir haben vor 15 Jahren schon angefangen, ganz viel fürs Pflegepersonal zu tun, um das Pflegepersonal zu halten. Also das Problem war uns damals schon klar, was auf uns zukommt. 2010 gab es eine große Studie, die prophezeit hat, dass im Jahr 2030 ungefähr 400.000 Pflegekräfte fehlen. Also nur mal so als Hausnummer, 400.000 nur in den Kliniken ohne Altenpflege. Und haben mit unserem Präsidium extrem dagegen gesteuert. Investieren jedes Jahr 100.000 Euro mindestens in Fortbildung, in psychologische Stützung des Personals, in Supervision, in Krisenbewältigung. Aber wir müssen leider feststellen, auch das reicht nicht. Und wir sind wirklich eine Insel der Glückseligen. Also das, was wir machen für uns als Wertschätzung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist eigentlich einmalig in der deutschen Klinikslandschaft. Aber es reicht nicht. Es reicht trotzdem nicht. Mhm. Wenn wir über Pflegenotstand generell sprechen, Herr Bartens, da muss man wahrscheinlich unterscheiden. Wir haben ja auf der einen Seite das Thema, dass wir eine immer älter werdende Gesellschaft sind. Also Menschen werden glücklicherweise immer älter. Das heißt, wir haben aber immer mehr Menschen, auch die im Alter angewiesen sind, auf Pflege und auf Hilfe. Also dass da ein Riesenthema auf uns zukommt, ist jemandem wie Ihnen, der auch als Mediziner, also der studierter Mediziner ist und viel recherchiert hat zu diesem Thema, klar. War Ihnen auch klar, wie dramatisch die Situation sozusagen am anderen Ende ist, bei den Neugeborenen, Frühgeborenen, Kinder? Ja, ich denke schon, weil es immer wieder die Berichte gibt, weil ich aus meinem Umfeld, ich habe eine Zeit lang selber als Arzt gearbeitet, viele meiner Freunde sind ärztlich tätig, die berichten das. Ich habe gerade heute Morgen noch telefoniert mit Kollegen aus Münchner Kinderkliniken, die sagen, ja klar, bei uns stehen diese und diese Beatmungsplätze für Frühgeborene, für die intensivst pflegebedürftigen Frühgeborenen leer, weil wir Pflegemangel haben. Im Haunerschen Kinderspital ist es eben so, dass die pro Monat zwischen 50 und 100 Patienten abweisen müssen pro Monat. Und die haben die Maschinen da stehen, die haben die Betten da. Es geht nicht nur um Intensiv, das betrifft die ganze Medizin. Und die Logistik ist da. Die Logistik ist da, aber in Städten wie München, in den großen Ballungszentren wie Berlin, wie Hamburg, wie Köln, wie Frankfurt, wo die hohen Mietpreise da sind, da findet man einfach nicht das Personal. Und es ist ein Skandal, dass ein so wohlhabendes Land wie Deutschland, da wo es am nötigsten ist, wo es um Zuwendung, wo es um Krankenversorgung, wo es um elementare menschliche Dinge geht, so versagt und da wirklich mit Ansage diese Probleme hat. Also das ist eigentlich nicht hinzunehmen in unserem reichen Land. Und es gibt... Man will sich das nicht gerne vorstellen und ich neige nicht zu Übertreibung, aber es gibt wirklich auch so eine Art Krankenwagen-Tourismus, also wo Schwerverletzte im Krankenwagen durch die Stadt gefahren werden und Kliniken sie ablehnen, weil sie wissen, sie haben nicht die Kapazitäten. Und das sind häufig die Pflegekapazitäten, die fehlen. Und wo dann gefragt wird, könnt ihr sie nehmen? Nein, geht nicht, geht absolut nicht. Und dann hin und her geschachert wird, wer kann jemand aufnehmen und wer nicht. Und das ist etwas, was natürlich die Vorstellung, sozusagen in höchster Not keine Hilfe zu bekommen, obwohl wir die Infrastruktur haben. Kaum ein Land hat so eine dichte Kliniklandschaft wie Deutschland. Das ist ein ich kann mich so, die große Frage ist, woher kommt das? Wahrscheinlich ist die Antwort überall ein bisschen anders, nehme ich an. Also in München zum Beispiel weiß ich von Pflegekräften, die dann irgendwann nach Augsburg ziehen müssen, weil sie in München schlicht und ergreifend sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Ich verstehe jeden, der sagt, also wenn ich in Augsburg wohne, kann ich doch nicht im Klinikum an der Isar irgendwo arbeiten. Das kann ich mir nicht jeden Tag zumuten. Das ist natürlich das konkrete Problem, speziell jetzt für die Krankenschwester, den Pfleger, die Intensivkraft. Ja. Aber das größere Problem ist natürlich, dass man in der Medizin, in der Gesundheitspolitik systematisch das vernachlässigt hat, worauf es eigentlich aus Patientensicht und auch aus Sicht vieler Ärzte und Pflegekräfte wirklich ankommt. Nämlich? Was hat man gemacht? Man hat große molekularbiologische Forschungsinstitute eröffnet, irgendwelche Protonenzentren für Millionen Euro dahingestellt, die eingeweiht. Da dachte man, das ist der Fortschritt, das ist die Zukunft, da können sich Politiker schön mit schmücken. Aber das, worauf es ankommt, Zuwendung, Zeit, zuhören können, trösten. Die Leute kommen mit Angst ins Krankenhaus. Sei es die Angehörigen bei den Kindern, die Kinder selbst, sei es auch die älteren Patienten. Da hat man gespart an Personal und hat das immer weiter zurückgedampft, weil man dachte, na gut, das ergibt sich ja nebenbei. Und dabei weiß man inzwischen aus so vielen Untersuchungen, dass es natürlich, worauf kommt es an, wenn man krank ist? Auf Trost, auf eine helfende Hand. Natürlich muss man auch die richtige Medizin kriegen. Aber dann ist es eben die Zeit oder so etwas Altmodisches wie Barmherzigkeit.
Und wenn das fehlt, dann hat das natürlich ganz, ganz dramatische Auswirkungen. Und das kommt in unserer Medizin, so technisch fortschrittlich die sein mag, kommt das viel zu kurz. Ist das ein richtiger Befund, Frau Tilgsbauer-Born? Hat er recht mit diesem Befund, Herr Bartens, wenn er das so beschreibt? Also man könnte auch sagen, die Erzählung sozusagen rund um diesen Beruf ist vielleicht die falsche mittlerweile. Also Sie haben das mal so formuliert und sagten, wir haben im Grunde eigentlich zugelassen, dass dieser Pflegeberuf ein ganz komisches Image eigentlich hat. Als Sie haben es genannt, Bettpfannenhinsteller oder Essensausteiler. Ja, das ist natürlich auch eine Degradierung dieses Berufes, ja, und eine Missachtung dieses Berufes. Mhm. Und dass man so sagt, naja, was machen die denn, die Pillen hinstellen und die Pfannen unterschieben? Und das vernachlässigt natürlich, wie wichtig das andere ist, was es im Krankenhaus gibt. Und ich meine, ich habe mich jetzt mit emotionaler Gewalt stark beschäftigt, also diesem Thema, was passiert, wenn man unzufrieden ist, wenn man im Beruf frustriert ist, wenn man gekränkt ist, wenn man nicht die Erfüllung hat. Also wir sollten natürlich nicht nur über die reden, die nicht ins Krankenhaus kommen, an Patienten, weil kein Pflegepersonal da ist, sondern die Leute, die arbeiten, die sind natürlich auch frustriert, weil sie aufgrund dieser enormen Arbeitsverdichtung würden die gern bessere Pflege, auch die Ärzte, bessere Medizin machen wollen, merken dann aber, dass sie gar nicht dazu kommen. Heute erzählt mir der eine Kollege aus München, da ist seine liebste Pflegekraft, die ist sozusagen erleichtert, wenn es mal Sommerpause ist, weil keiner großartig Grippewelle hat, weil viele im Urlaub sind, weil sie dann endlich nur so wenige Patienten hat, dass sie sich wirklich so um die kümmern kann, wie sie es ihr Berufsethos, ihr Wunsch vorschreibt. Und das kommt auch zum Kurz für die, die die Arbeit machen. Frau Tilgsbauer-Born, mit welchen Vorstellungen, bevor wir gleich darüber sprechen, warum man die Leute nicht kriegt, mit welchen Vorstellungen sind Sie damals in diesen Beruf reingegangen? Was war Ihr Ideal? Was wollten Sie von diesem Beruf? Mein Ideal war nicht die Barmherzigkeit allein. Mein Ideal war natürlich auch, Patienten weiterhelfen zu können und mit der bewussten Entscheidung, auf einer Intensivstation zu arbeiten, auch mit der Technik umzugehen und den Konnektionspunkt zwischen dem, was Sie Empathie, emotionale Pflege nennen, und Barmherzigkeit und der Medizin, Informationen von Patienten, von Angehörigen, den Link zwischen dem großen Fortschritt in der Medizin und dem, was an Basisbedürfnissen des Menschen auf so einer Station notwendig ist, das mitzubringen. Sagen, Technik und Seele miteinander zu versöhnen, wenn man so will. Und ich habe das Gefühl, dass der Pflege einfach das Image verloren gegangen ist. Sie haben im Moment gar kein Image. Was mich jetzt die letzten zwei Tage so gewundert hat, ist, dass nach diesem Interview Aufschrei durch das Land geht. Und ich mich wundere, warum jemand überhaupt darüber nachdenken kann, dass der Pflegenotstand um die Kinderkrankenpflege einen Bogen machen soll. Das macht er natürlich nicht. Ja. Es sind alle gleich betroffen. Die Altenpflege, die Erwachsenenpflege, die ambulante Pflege, die Kinderkrankenpflege. Und da gehören alle mit dazu. Wir sitzen alle da in einem Boot. Und ich glaube, dass wir neben allem, was wir für die Pflege ändern müssen, was wir politisch ändern müssen, erreichen müssen, dass wir ein Image haben, dass wir ein Bild davon haben, was wir gerne machen wollen, was wir machen müssen. Und dass wir in dem, was das althergebrachte Bild der Krankenpflege mit sich bringt, aber auch den Fortschritt in der Medizin nicht vergessen darf. Mhm. Die Medizin ist eine Wissenschaft, die eilt uns voraus. Im Moment rennt die Pflege eigentlich nur hinterher. Mhm. Und das ist häufig ein Punkt, der dann meinen jungen Kollegen Angst macht, wenn sie anfangen, sie sehen Dinge, die haben sie vorher noch nie gesehen. Sie müssen Sachen wissen, Beispiel? Von denen haben sie noch nie Können was Sie gehört. Können Sie es an einem kleinen Beispiel mal erläutern, damit wir alle mal ein Gefühl dafür kriegen, worüber wir da reden? Relativ kleine Kinder mit Lungenversagen, die an so einer Lungenersatzmaschine, an einer sogenannten ECMO sind, die bei uns wach auf der Station sind. Oder Kinder mit einem Kunstherzen, die aus der Narkose wieder aufgeweckt werden und dann ins Leben zurückgebracht werden, Interaktionen mit den Eltern haben, wach sind. Man hat von Intensivmedizin immer so das Bild, der Patient liegt im Bett, kriegt ordentlich was zu schlafen, kriegt was gegen Schmerzen, rührt sich nicht. Und dann, wenn die Therapie beendet ist, dann klappt er die Augen auf und sagt, hallo, da bin ich wieder. Das ist ein ganz anderer Weg. Und das ist bei Ihnen ist es auf der Kinderstation natürlich vollkommen anders. Ne? Kinder sind agil. Bei Erwachsenen aber mit Sicherheit auch. Das ist nicht so, dass der Mensch nach so einem Einschnitt in sein Leben die Augen aufklappt und dann gleich wieder der gleiche ist. Und ich muss sowohl die Krisensituation, wenn es akut losgeht, muss ich in der Pflege bewältigen, wie
die Dauer der Therapie, die Technisierung der Therapie, dann den Link zwischen, zwischen uns als professionell Pflegenden und, professionell medizinisch Arbeitenden und den Eltern. Und dann eben, wenn die Therapie Erfolg zeigt, auch das quasi wieder ins soziale Leben zurückgehende Kind oder den zurückgehenden Erwachsenen auch begleiten. Und das ist oft so ein Anspruch, der wächst, eine Technik, die wächst, ein Fortschritt, der rasant schnell ist und ein Image der Pflege, das es nicht gibt und eine Pflegeausbildung, die dem nicht gerecht werden. Wenn Sie sagen, das wächst alles, wächst Ihr Gehalt auch proportional mit? Nö. Das habe ich befürchtet. Aber wichtig ist noch, dass das auch politisch gerade das Gegenteil passiert, weil ja die klassische Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, wie Sie sie vermutlich gemacht haben, die ist ja gar nicht mehr möglich. Man hat das jetzt zu einer gemeinsamen Pflegeausbildung gemacht, wo man sich dann erst hinterher spezialisiert. Und das ist dieser irrige Glaube, dass Kinder wie kleine Erwachsene sind. Und das geht auf Kosten der Qualität. Das beklagen auch die Ärzte und Pflegekräfte in den Kliniken, dass das, was die Kinderkrankenschwester Besonderes können sollte, erst viel zu spät in ihrer Ausbildung drankommt. Herr Sasse, was Sie dort machen, ist etwas, das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig auf der Welt. Und ich finde es eigentlich so traurig, dass wir eine solche Debatte führen müssen und nicht mal darüber reden können, wie toll das eigentlich ist, was ein Land wie Deutschland an dem Punkt auch kann. Sie sind einer, der sich schon vor langer Zeit sehr darum bemüht hat, so ein richtiges Netzwerk da auch zu bauen von Kliniken, von denen Sie sagen, die sind alle auf diesem unglaublich hohen Niveau und da können wir wahnsinnig viel erreichen, wenn wir denn das Personal dazu haben. Da gibt's ein großes Engagement. Ein riesengroßes Engagement. Ja. Wir machen zum Beispiel Krisenbegleiterkurse, bieten wir an, kostenfrei für alle Kliniken. Also das sind die Krisenbegleiter, die auch bei der Feuerwehr zum Beispiel sind oder bei der Polizei. Damit die ganzen Kliniken auch psychologische Unterstützung der Familien anbieten können, was ein Riesenproblem ist. Riesenproblem. So, aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, Herr Sasse. Warum kriegen Sie keine Pfleger? Was ist Ihre Erklärung dafür? Liegt es wirklich nur am Geld oder geht es da noch um mehr? Also ich glaube, ich habe früher selber in der Pflege gearbeitet auch und weiß, dass es früher ganz anders war, die Arbeitsstruktur. Man konnte sich auf die Pflege konzentrieren. Das war der Job und dem ist auch nachgekommen worden. Mittlerweile sind zum Beispiel die Pflegenden mit administrativen Sachen beschäftigt, zumindest 40% oder so im Laufe des Tages. Die Dokumentation ist wichtig, auch für ökonomische Sachen. Also wir müssen nachweisen, was machen wir eigentlich alles. Sie müssen nachweisen, dass Sie profitabel sind. Das auch, aber wir müssen alle Tätigkeiten nachweisen mittlerweile. Es muss abgehakt werden, wann wer was gemacht hat. Die Pflegenden kommen kaum noch dazu, ihrem eigentlichen Beruf nachzukommen, nämlich zu pflegen. Das ist ein großer. Die Arbeitsverdichtung ist aus ökonomischen Gründen ist auch ein Vorteil für die Patienten. Es ist gar keine Frage, dass sie möglichst schnell gesund gemacht werden. Das ist ja, steht völlig außer Frage. Aber wir haben zum Beispiel im Moment, werden vor 10 Jahren 50 Patienten pro Bett pro Jahr. Mittlerweile sind wir bei 75, die wir pro Jahr durchziehen. Also das sind 50% mehr Arbeit auch. Das ist natürlich viel, viel intensiver, was Sie da machen müssen. Der Patient bekommt in 3 Tagen das, was er früher in 14 Tagen bekommen hat. Und das führt dazu, dass eine riesen Unzufriedenheit herrscht. Dann haben irgendwann in den letzten Jahren haben viele Pflegende gesagt, nee, ich mache lieber was anderes. Das ist mir einfach zu anstrengend geworden. Das heißt, die gehen dann raus, die Leute? Die gehen raus. Was machen die dann als Beispiel? Also viele gehen zum Beispiel in die ambulante Pflege. Dann können sie natürlich, das ist schon ruhiger, da zu arbeiten. Viele gehen auch ganz raus aus dem Beruf, gehen zum Beispiel zum Medizinischen Dienst der Krankenkassen, machen Bewertungen, ob Heimpflege akkurat durchgeführt wird und ähnliches. Aber sind da nicht mehr an vorderster Linie, Fehlen ihnen. Und dann wird das aufgefangen. Das war auch eine Diskussion der letzten Tage, in dem zum Beispiel, wenn sie frei haben, immer in Bereitschaft sind. Und wenn jemand krank wird, dann sind die guten Menschen der Medizin, die dann sagen, komm, spring noch ein, sonst bricht hier der Betrieb zusammen. Dann holen sie die aus dem Frei wieder rein. Die gehen in einen Burnout, hören dann irgendwann ganz auf und dann ist irgendwann einfach kein Kompensationsmechanismus mehr da. Keiner kann mehr aus dem Frei kommen. Und dann tritt die Phase ein, dass sie Betten sperren müssen, wenn sie noch in irgendeiner Art und Weise Qualität liefern. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass so wenige, niemand ist ja nicht richtig, aber so wenige nur noch diesen Beruf ergreifen wollen? Ich glaube, dass die Perspektiven, die der Pflegeberuf uns heute bietet, dass die einfach entweder nicht ausreichend beleuchtet werden oder einfach nicht dargeboten werden. Wenn man sich im europäischen Raum umguckt, wer eine Pflegeausbildung macht, beendet die Basisausbildung in der Regel mit einem Bachelor. Und wenn ich eine Weiterbildung mache, dann gibt es einen Master obendrauf.
Das ist in Deutschland so nicht möglich. Wer in Deutschland sich akademisieren will oder den akademischen Weg der Pflege eingehen will, der landet in der Regel dann nicht mehr auf der Station beim Patienten am Bett, sondern der geht dann in die Lehre oder geht ins Pflegemanagement oder ins Case Management und oder in die Pflegeberatung. Ja. Oder in irgendwelche Berufsbilder, für die es zwar schon einen Studiengang gibt, aber bisher immer noch keine Stellenbeschreibung, kommen eventuell wieder zurück auf die Station, sind dann frustriert, dass sie die Zeit investiert haben, in das Studium viel Geld investiert haben und am Ende dabei nicht wirklich was rauskommt. Aber gibt es auch so eine falsche Vorstellung davon, was man da teilweise leisten muss? Ich meine, Sicherheit, mit Sicherheit. Und viele mehr, also schon in der Ausbildung wird natürlich auch in Schichten gearbeitet, aber das ist was deutlich anderes, wenn man dann nach dem Examen auf der Station anfängt und guckt, wie ist mein Schichtplan aufgebaut, wann muss ich arbeiten, wann habe ich frei. Das Einzige, was planbar ist, was wir an Jahresplan bekommen, ist, dass wir wissen, an welchen Wochenenden wir arbeiten müssen und wann wir Urlaub haben. Und der Rest ist, hängt am Arbeitszeitgesetz, aber ist natürlich so primär nicht planbar. Ich kann jetzt nicht sagen, im Januar, am 15. Januar habe ich Zeit und da möchte ich gerne das und das machen. An dem Abend habe ich frei. Da kommt auch nichts mehr dazwischen. Genau. Weil ich nehme an, es gab viele Abende in Ihrem Leben, an denen was dazwischen gekommen ist. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Da gehören natürlich immer zwei zu. Einer, der fragt und einer, der ja sagt. Ja. Aber ich glaube, dass die heutigen Generationen, die wir ausbilden, die aus der Schule kommen, die dann in den Beruf gehen, dass die von vornherein auch ganz anders darauf fokussiert sind, wie die Work-Life-Balance ist. Und dann eben das schon viel frühzeitiger in Richtung mehr Leben, vielleicht ein bisschen weniger arbeiten geht. Und da bieten wir im Moment gar keine Alternativen an, wo die Kollegen dann wählen können und sagen, ich möchte das so oder so haben. Ist das, Herr Saas, ein Befund, den Sie teilen würden? Sind wir schon auch als Gesellschaft, haben uns sehr verändert? Das ist etwas, was viele beklagen und sagen, wir sind irgendwie kälter geworden. Ich gehöre nicht zu denen, die immer so in dieses Horn stoßen. Ich erlebe viele junge Leute, die wahnsinnig empathisch sind und die unglaublich aufgeschlossen sind, hilfsbereit sind, die sich teilweise unglaublich quälen für Dinge, von denen sie wirklich überzeugt sind. Aber offenbar schaffen wir es da nicht mal, Überzeugungen zu aktivieren. Also die jungen Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, die machen ja eine hervorragende Arbeit. Das ist völlig, völlig unbestritten. Die sind sehr empathisch, sehr zugewandt dem Patienten. Aber dieses überbordende Engagement, was vielleicht meine Generation da hatte oder die Generation davor, war es ja noch viel ausgeprägt, dass man gesagt hat, das ist mein Beruf und das ist mein Leben. Berufung auch. Genau. Ich würde gar nicht sagen, dass die heutige Generation da keine Berufung drin sieht, aber Beruf und Leben so zu vereinen, dass das alles vereinnahmt nachher, das ganze Leben, das ist, glaube ich, eine irrige Vorstellung, die wir ablegen müssen für diese Generation. Sondern das ist für mich auch ja eine gute Entwicklung. Also ich weiß, als ich angefangen habe als junger Arzt, dann haben wir Überstunden gemacht, also jeden Tag bis 21 Uhr gearbeitet, haben das nicht aufgeschrieben. Weil der Sie fangen morgens um 7.20 Uhr, 7.10 Uhr ungefähr, fangen Sie an, ja, ne? Genau. Und dann haben wir aus Angst, dass wir Repressionen kriegen durch die Chefärzte, weil die dann sagen, nö, du hast nur einen Halbjahresvertrag, wenn du Überstunden aufschreibst, das kommt gar nicht gut an. Das auch nicht aufgeschrieben und haben es aber auch nicht als schlimm empfunden. Und das hat sich Gott sei Dank gewandelt und die Kollegen, die heute da sind, sind wirklich, wenn sie da sind, hervorragend. Und die sagen aber, und das ist wahrscheinlich auch eine gute Entwicklung, weil die sagen, wenn um 16.30 Uhr Feierabend ist, dann gehe ich nach Hause und ich möchte dann fit sein, um meinen Feierabend auch zu genießen und zu erleben und mich nicht erst mal 2 Stunden aufs Sofa zu legen, damit ich den Kopf frei kriege. Und insofern funktioniert dieses System der, sagen wir mal, der Selbstausbeutung funktioniert einfach nicht mehr. Das kann man vielleicht mit Leuten machen wie mir, mit so eher älteren Hasen. Aber mit den jungen Leuten, die haben eine andere Vorstellung davon, die auch gut ist. Und damit bricht das System zusammen. Uns ist in der Ausbildung beigebracht worden, Pflege ohne Selbstpflege funktioniert nicht. Das haben wir so ein bisschen belächelt, weil wir uns wichtig gefühlt haben.
und haben es dann irgendwann gelernt. Was heute das ist es so, dass den Menschen schon eher bewusst ist, ich muss nicht nur auf andere achten, ich muss auch auf mich selber achten. Und das macht es dann schwierig in so einem Beruf, der schon ein gewisses Maß an Bequemlichkeitsaufgabe mit sich bringt, auf Dauer zu arbeiten. Definitiv. Ist auch emotional unglaublich belastend, was Sie da tun. Also ich glaube, ich würde jeden zweiten Tag Dinge mit nach Hause nehmen, die ich dann für 2 Monate nicht loswerden würde. Herr Bartens, 130.000 neue Pflegekräfte will Jens Spahn jetzt aktivieren. Braucht das Gefühl, dass da jemand ist, der 13.000 waren es? 13.000, genau. 130.000 würde uns helfen? Oder? Das wäre zumindest meine Hausnummer, die was verändert. 13.000 ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Nur, also man sieht dort das ernsthafte Bemühen, und es ist auch, glaube ich, in der Politik wirklich angekommen, dass es da ein Thema gibt, ein Problem. Die Frage ist, wo sollen denn diese Leute herkommen? Die können uns doch nicht basteln, nach dem, was wir jetzt gehört haben. Das ist ein Problem. Und ich meine, das System ist ja schon jahrelang auf Kante genäht gewesen und hat eben von der Selbstausbeutung und dem Idealismus vieler Leute profitiert und das ausgenutzt. Aber ich kann in einem kranken System nicht gesund bleiben auf Dauer, und ich kann dann erst recht nicht andere gesund machen. Mhm. Und das ist was mich daran so ärgert. Und das hat nämlich Folgen, und zwar für die medizinische Versorgung und natürlich auch für die seelische Gesundheit, sowohl der, die dort tätig sind, wie der Patienten. Und das sieht man ganz konkret auch an der medizinischen Versorgung. Ein Beispiel, wenn ich jetzt bei Erwachsenen bin, und ich habe Pflegemangel. Und ich habe nicht die Zeit als Pflegekraft, mich dahinzusetzen und den zu füttern. Da ist die technische Lösung Magensonde. Ich habe nicht die Zeit zu warten, bis jemand, der sehr langsam oder wenig trinkt, das getrunken hat, dann kriegt er eine Infusion. Ich habe nicht die Zeit, mich daneben zu setzen oder die Geduld zu haben, wenn der aufs Klo geht, bis er Wasser gelassen hat, dann ist die Lösung Blasenkatheter. Ja. Das sind keine super technischen Fortschritte, aber das ist Neuigkeiten, die konkrete Auswirkung. Wie ich eine schlechtere Qualität habe durch diesen Personalmangel. Und was das psychisch macht, Stichwort emotionale Gewalt, da sehe ich halt, wie das sowohl bei den Pflegenden wie bei den Ärzten zu einer Frustration, zu einer Jobunzufriedenheit führt. Ich schreibe regelmäßig über Auswertung, wie Ärzte zufrieden mit ihrem Beruf sind, wie Pflegekräfte. Das sind erschreckende Zahlen in Deutschland, auch bei Ärzten. Da sagen bis zu der Hälfte der Leute, sie würden den Beruf nicht noch mal wählen, wegen der Bedingungen, weil sie nicht gute Medizin machen können, weil sie nicht das machen können, was sie unter auch neben technischem Fortschritt, unter Zuwendung und Nähe verstehen. Und bei den Patienten. Im Vergleich zu den USA zum Beispiel, man hat immer so als Klischee, als Stereotyp im Kopf, würde ich mal sagen, okay, Amerika, Mutterland des Superkapitalismus. Da sind wir inzwischen viel schlimmer. Ist das so? Medizin, das Gesundheitswesen ist die größte deutsche Wirtschaftsbranche. Größer als alles andere. Nirgendwo wird so viel Geld verdient wie in der Medizin. Wir haben die USA vor 4 oder 5 Jahren in der Anzahl der privaten Klinikbetten längst überholt. Also im Ernst, wir haben mehr private Klinikbettenanteile als die USA. Wir haben die Unikliniken Marburg-Gießen an privaten Investor verkauft. Wir haben sozusagen viele Krankenhausketten sind Anteile von Aktienfonds. Also da geht es um Shareholder Value und nicht um Patientenvalue. Da geht es um amerikanische Rentenpensionsfonds. Genau. Auch immer, und da geht es natürlich darum, wo kann ich kürzen, wo kann ich möglichst viel Geld rausholen und wo kann ich Gewinn mitmachen. Und das hat den Arztberuf durchzogen und droht ihn wirklich kaputt zu machen. Also ich bin da wirklich selber noch Idealist und habe diesen Beruf mal mit viel Idealismus ausgeübt. Und mir tut das weh, wie ich sehe, wie ärztliche Kollegen, wie die Medizin, wie Pflegekräfte vor die Hunde gehen, buchstäblich gesagt, weil sie nicht die Medizin machen können, die sie wollen, und wie die Patienten darunter leiden, weil die Medizin schlechter wird. Und das ist irgendwie, kann man in dieser Deutlichkeit, glaube ich, gar nicht genug betonen. Man will es mal nicht wahrhaben, weil keiner sich vorstellen will, oh Gott, wenn ich mal krank werde, wie geht's mir denn dann, wenn ich mal in die Situation komme? Also weg damit. Und das, was Spahn jetzt macht, um da den Bogen zu kriegen, der versucht jetzt natürlich Flickschusterei. Das Problem ist seit 15 Jahren verpennt worden. Muss mit den Mitteln arbeiten, die er hat. Ne? Mehr hat er nicht. Das sind erste Ansätze. Aber wie gesagt, 13.000, das ist eine Kraft in jedem dritten Krankenhaus ungefähr. Also das bringt überhaupt nichts. Herr Sasse, abschließend gefragt, weil Sie auch diese Debatte jetzt auch ausgelöst haben, dankenswerterweise. Was wünschen Sie sich? Also ich denke, auch die Diskussion der letzten Tage. Ich habe jetzt zum Beispiel Kommentar der verschiedenen Parteien gehört, die sich jetzt gegenseitig die Schuldzuweisung zuweisen für diesen Zustand. Das finde ich ist ein wahrhaft jämmerliches Verhalten, muss ich sagen. Sie meinen, weil sich das in diesen Parteien klein wieder verliert, Also
keine Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt, mal abgesehen von der AfD, war in Regierungsbeteiligung in den letzten Jahrzehnten. Und keine dieser Parteien hat sich wirklich entschieden dafür eingesetzt, dass es im Pflegebereich zu Verbesserungen kommt, wie wir ja jetzt sehen können. Also jetzt gibt es dann diese Flickschustereien. Man muss gucken, hier ein bisschen da und ein bisschen was machen. Aber das wird lange Jahre dauern, bis wir das wieder aufgeholt haben. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass auch die, im Übrigen die Krankenhausbetreiber haben sich verweigert, die Krankenkassen haben sich verweigert, damit die Krankenkassenbeiträge nicht steigen. Also es gab viele verschiedene Motivationen, nichts zu machen. Von jetzt, allen Seiten, von allen, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Auch die Pflege hat sich nicht ausreichend genug für sich selber eingesetzt. Sie ist ganz schlecht organisiert gewerkschaftlich. Also sie haben einfach keine Stimme. Die Ärzte haben sich nicht für die Pflege eingesetzt. Also im Grunde genommen war eigentlich keiner da, noch nicht mal die Pflege selber, die irgendwas vorangetrieben hat. Multiorganversagen. Genau. Und ich würde, mir wünschen, dass das nicht ein Thema wird, was parteipolitisch ausgeschlachtet wird, so wie es jetzt gestern und heute passiert ist, sondern dass alle diese Parteien sich zusammensetzen und sagen, wir haben hier ein Problem und dieses Problem werden wir gemeinsam lösen mit allen Beteiligten. Und das wäre mein ganz großer Wunsch. Und dann könnte man tatsächlich vorankommen. Wir gehen unter in irgendwelchen parteipolitischen Geplänkel über Flüchtlingssituationen und Ähnliches oder Dieselausstoß. Und wenn hier einmal die deutsche Politik es schaffen würde, diese Parteigrenzen aufzubrechen, weil ja jede Partei für uns Bürger da ist. Wenn sie das nicht ist und keine Empathie für uns zeigt, dann kann es keine Partei sein im eigentlichen Sinne. Alle sollen sich zusammensetzen, die Fachleute fragen, die was dazu zu sagen haben. Dann wird es ein gutes Ende finden und ein möglichst schnelles, wenn wir so weitermachen. Sehen wir erste Effekte auch von Herrn Spahn erst in 7 bis 10 Jahren. Und was machen wir bis dahin? Und haben wir das Ding in Zeit gewesen gesagt. Frau Künzfrau Born, an Sie noch abschließend die Frage. Was wünschen Sie sich? Ich wünsche mir, dass sich alle zusammensetzen und schnell zu einer Lösung kommen. Mhm. Eine Lösung, die nicht nach dem Schuldzuweisungsprinzip gemacht wird, wo man sich dann erst mal das nächste Jahr darüber streitet, wer ist es denn jetzt gewesen, das interessiert keinen. Wir sind jetzt in der Situation, das Kind ist in den Brunnen gefallen, wir müssen es wieder rausholen. Das müssen wir zusammen machen, dafür müssen wir uns zusammen stark machen. Und das muss schnell gehen. Und schnell heißt nicht, wir fangen in 2020 mit irgendwelchen Maßnahmen an, die aufweichbar da eingesetzt werden, sondern das muss konkret und spätestens nächsten Jahres konkret gemacht werden.